Der Himmel ist dunkel, die Lichter sind an. Willkommen beim Qualifying hier auf dem Marina Bay Street Circuit in Singapur. Wie wird Nico Rosberg an diese Qualifying-Session herangehen? Für Rosberg kommt es darauf an, das Rennen von der Pole-Position zu starten. Er muss einfach sein Bestes geben. Wir alle wissen, dass er im Qualifying das nötige Tempo drauf hat. Das hat er oft genug bewiesen. Heute muss er es einfach schaffen. Ja, mit dieser Einleitung herzlich willkommen hier in Singapur. Ich bin bestens gelaunt. Wir haben 2 dritte Plätze eingefahren in den letzten 2 Rennen. Und jetzt geht's hier in die Nacht von Singapur hinein. Dass der Himmel dunkel ist, das sind wir schon von den letzten Jahren gewohnt. Was ich aber gerade eben für ein Problem hatte, und deswegen bin ich hier mit einem Novum unterwegs, dass ich noch keine einzige Trainingsrunde abgeschlossen habe. Sonst fahre ich immer so 2-3 Runden, um mich wieder an die Strecke zu gewöhnen. Wir haben jetzt erstmals wieder klaren Himmel, denn es hat im Training extrem geregnet und deswegen konnte ich da keine Runde wirklich fahren. Und jetzt muss ich mich hier ein bisschen besser an die Bremspunkte, ja, rantasten. Mit dem Red Bull habe ich hier ein sehr, sehr gutes Rennen gefahren. Mal schauen, was mit dem Force India möglich ist. Aber ich bin eigentlich guter Dinge, dass das hier klappen sollte. Ich habe jetzt einfach mal das Red Bull Setup übernommen und ich hoffe, dass es hier gut läuft. So, starten wir ins Qualifying. Ja, man sieht, es ist noch ein bisschen nass, die Strecke. Und hier sieht man, wir haben verhältnismäßig viel Flügel. Die erste Kurve schon mal ein bisschen verhauen. Die zweite sah ein bisschen besser aus. Ich hatte gerade auch irgendwas im Auge, weswegen ich mein linkes Auge nicht unbedingt zum Gucken benutzen konnte. Egal, nicht schlimm. Sieht ja ganz okay aus mittlerweile. Auch wenn die Position eigentlich nicht so aussieht, dass ich d'accord mit ihr wäre. Na, komm schon. Jetzt geht's nach vorne. Jetzt wieder ein bisschen nach hinten. Verdammt. Na komm schon, jetzt im letzten Sektor. Da war ich mit dem Red Bull sehr, sehr gut unterwegs. Ja, sauber. Jetzt der 11. Platz. Oh nein. Die Kurve hätte ich fast verpasst. Platz 8. Danach sieht es zumindest aktuell aus. Platz 9. Ja, jetzt schauen wir mal, wo sind wir? Platz 8. Da habe ich am Ende nochmal ein bisschen die Kurve... Da bin ich ein bisschen zu weit draußen gewesen. Habe ich ein bisschen erweitert für mich. Aber ich denke mal, das geht in Ordnung. Ja, der 8. Platz. Easy. Was war das für eine Session für Mercedes heute? Das Team hat sich für das morgige Rennen die erste Startreihe gesichert. Dieses Wochenende haben sie wirklich hart gearbeitet und es ist ihnen heute gelungen, beide Autos perfekt abzustimmen. Ob ihnen das auch morgen gelingt, bleibt abzuwarten. Ja, für eine Weile war ich 17. und da war unser Teamkollege Sergio Perez in der Region. Am Ende waren wir doch 1,5 Sekunden schneller. Ja, vor uns eine halbe Sekunde schneller ist Danny Ricciardo. Das ist schon mal sehr, sehr stark. Der Red Bull, das habe ich aber auch kommen sehen, dass er hier so okay läuft, sagen wir mal. Zum Vergleich, ich war ja mit Danny Ricciardo an den Mercedes dran. Also da sieht man schon, ja, mit dem Force India, da bin ich jetzt ein bisschen weiter weg. Wäre echt nochmal so 1,5 Sekunden mit dem Red Bull schneller. Ja, aber warten wir einfach mal ab, wie das Rennen verläuft. Romain Grosjean habe ich mit einer Hundertstel geschlagen. Wenn es morgen ein normales Rennen gibt, dann wird es nochmal spannend. Ansonsten, wenn wir den Glitch hätten, dann wäre es noch spannender. Wer sich an das letztjährige Rennen erinnert mit Kimi Räikkönen, das war grandios. Okay, ich würde sagen, wir springen ins Rennen und gucken mal, was für eine Punkteausbeute heute möglich ist. Es ist Sonntagabend hier auf der Strecke in Marina Bay und die Autos werden für ein spektakuläres Rennen vorbereitet für den großen Preis von Singapur.
Lewis Hamilton startet heute von der Pole Position und bei dem atemberaubenden Tempo, das er das ganze Wochenende hin hier auf den Asphalt gezaubert hat, wird es niemanden überraschen, wenn er das Feld auch heute wieder weit hinter sich zurücklässt. Man kann nie so genau sagen, ob das Tempo aus dem Qualifying auch zur Renngeschwindigkeit wird. Das hängt davon ab, wie das Auto gestern aufgesetzt war. Doch selbst wenn es etwas langsamer ist als andere, wird er versuchen, sich so breit wie möglich auf der Strecke zu machen, um seine Position zu verteidigen. Diese Strecke war schon immer etwas Besonderes und die Faszination steigert sich noch in dem Moment, wo die Startlichter ausgehen. In der Formel 1 passiert immer vieles in der ersten Kurve. Sie ist schwierig zu fahren, wenn man von anderen Fahrzeugen umgeben ist. Aber hier wird das Rennen weder gewonnen noch verloren. Man muss klug vorgehen, unbeschadet durchkommen und darauf hoffen, dass nur die anderen Probleme bekommen. Ja, darauf hoffe ich auch so ein kleines bisschen, damit die Autos vor uns eventuell ausfallen oder zurückfallen zumindest. Darüber hinaus denke ich mal, so eine kleine Prognose fürs Rennen oder... ja... ich würde es nicht Prognose, sondern eher so einen kleinen Tipp nennen. Ich denke mal, der Red Bull, der liegt noch in Reichweite unserer Pace. Eventuell auch der Williams. Ich denke mal, ich bin im Rennen ganz gut unterwegs. Hinter uns, denke ich mal, wird kein Mittelfeldteam gut mithalten können. Ganz kurz nochmal ein Blick auf die Strategie. 15 Runden sind wir hier unterwegs. Dann würde ich sagen, ja, Kurve 1, da schauen wir mal, wie riskant wir durchfahren. Ob wir eventuell schon Daniel Ricciardo attackieren können und wie viele Positionen wir vor allem beim Start verlieren, der immer noch so ein kleines Problem von mir ist. Okay, Grosjean da mit einem schönen Start weggekommen. Oh, und da ist innen sauber. Der uns hier voll innen in die Kiste fährt. Dadurch ist Grosjean zurückgefallen. Der Sauber hat sich da sehr, sehr energisch den 9. Platz geholt. Felipe Nasre war das. Und vor uns gab es, glaube ich, kaum Änderungen. Da ist ein Williams an einem Ferrari dran. Und wir unsererseits können mit Daniel Ricciardo für den Moment noch mithalten. Ist ja natürlich die Frage, wie lange. Oh, das ist hier wirklich sehr, sehr feucht noch an einigen Stellen. Wirklich spüren tut man es nicht, aber man sieht's. Und jetzt geht's ab in den 3. Sektor. Indem ich immer wieder so meine stärkeren Phasen hatte. Vor allem auch im Rennen mit Daniel Ricciardo. Das war super. Der ist halt sehr für die Kurvenlage ausgelegt. Noch mehr als der erste oder der zweite Sektor. Vor allem als der erste Sektor. Okay, das sieht ganz gut aus. Wir sind immer noch an Daniel Ricciardo dran. 1:50,4. Ich bremse hier ein bisschen später als er. War ja in der 2. Kurve eine andere Linie. Okay, das sieht jetzt ganz gut aus. Oh nein. Das sieht ganz gut aus. Pam, in die Mauer gelandet. In der Mauer gelandet. In die Mauer geknallt, wollte ich sagen. Hab den Satz mittendrin aufgehört. Und umgeändert. Gemerkt, es ergibt keinen Sinn. Zumindest gerade grammatikalisch nicht. Ja, und die beiden vor uns, das sind unsere Hauptkonkurrenten hier. Im Kampf um den Fahrertitel. Platz 6, glaube ich. Aber es sieht ganz gut aus. Also ich kann noch Schritt halten. Ich bin vor allem gespannt, wie es jetzt wieder im 3. Sektor aussieht.
6 Zehntel waren es gerade eben. Natürlich nicht ganz repräsentativ, da die beiden ja auch unmittelbar hintereinander herfahren. Aber es ist ja wirklich schrecklich hier teilweise, wie feucht es auf der Strecke noch ist. Man sieht, bei Massa gibt es da die ein oder andere Pfütze sogar, wo er drüber fährt. Und auch bei Ricardo. Und natürlich fahren auch wir da drüber. Aber es ist ganz schön, dass sowas optisch auch nochmal umgesetzt wird. So, jetzt sind wir trotzdem nochmal ein bisschen näher gekommen. Obwohl wir lediglich im Windschatten sind. Nasr 1,5 Sekunden Rückstand. Jetzt habe ich in der Kurve ein bisschen mehr aufgepasst. Sieht gut aus. Jetzt aber wirklich. Mit der Fettmischung bleiben wir hier im ersten Sektor dran. Im zweiten sollten wir auch dranbleiben, denke ich. Es wird schwer hier im Rennverlauf zu überholen. Die Strecke ist wirklich nicht so dafür ausgelegt. Man hat es auch in dem Rennen gesehen, wo ich mit Danny Ricciardo unterwegs war. Ich habe mich rundenlang abgemüht, bei Hamilton eine Lücke zu finden. Und habe es an einer Stelle geschafft, bei der es kein anderer erwartet hätte. Auch ich habe es da nicht erwartet, dass ich da wirklich an dieser Position noch überholen könnte. Aber wir sind hier so unfassbar nah dran gerade. 0,4 Sekunden. Bei diesen kleinen Abständen komme ich immer noch ein bisschen näher ran noch. Ich glaube auch Ricardo, der könnte hier nochmal eine gute halbe Sekunde pro Runde schneller fahren. Und jetzt ab auf Start und Ziel. 1,46,5 sind wir hier gefahren. 0,3 Zehntel trennen uns noch. Also Zehntel für Zehntel knabbern wir da ab pro Sektor. Und jetzt sind wir hier wirklich in Schlagdistanz. Aber wie gesagt, auf den Geraden, ich fahre hier mal halt mit sehr, sehr viel Abtrieb. Da wird es sehr, sehr schwer. Auch wenn wir einen Mercedes-Motor haben, der vor uns einen Renault-Motor hat. Ihr seht's. Wir kamen jetzt auf 2 Zehntel ran, aber das wird eine Mammutaufgabe, hier vorbeizukommen. Zumindest wenn das vorige Auto, oder das vordere Auto, so rum, wenn das vordere Auto auch noch DRS hat und Windschatten und wenn das Auto davor dann nochmal ein Williams ist und somit der vor einem auch nicht vorbeikommt an dem vor ihm. Also in dem Fall kommt Ricardo auch nicht an Massa ran. Auf der Geraden. Der kann da einfach ohne DRS, ohne alles überstehen. Ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen um die Motorentemperatur. Die läuft jetzt nämlich rot an bei mir. Müsste ich entweder schnell überholen oder ich müsste mich ein bisschen zurückfallen lassen. Okay, jetzt ein guter Kurvenausgang. Jetzt könnte ich es riskieren in Kurve 1. Oh, da bremse ich sogar noch Massa aus. Sorry dafür, aber wir haben Ricardo bekommen. Das war wirklich auf allerletzter Rille abgebremst. Da wäre ich sogar fast noch in Felipe reingerauscht und jetzt kommt Ricardo nochmal vorbei. Jetzt kann ich aber meinerseits nochmal rankommen. Ach, komm schon. Jetzt nochmal. Ja, jetzt hat er keinen Windschatten. Aber er bleibt trotzdem neben uns. Oh, schaut mal, was für eine Traktion der hat. Der kann hier wieder super raus beschleunigen. Ja, unmöglich, den hier jetzt schon zu überholen. Der hat eine unfassbar gute Kurvenlage.
Auch wenn mein Auto gerade auch ganz okay in den Kurven liegt. Ich weiß, wie sich der Red Bull hier steuert. Nämlich wie ein Traumauto. Absolut traumhaft ist der hier unterwegs. Jetzt muss ich natürlich überlegen, was mache ich? Soll ich eine Runde länger draußen bleiben als die beiden und soll die dann überholen? Oder vielleicht eine Runde früher sogar reinkommen? Oder ich überhole Ricardo jetzt auf der Geraden gleich. Sieht jetzt schon ganz gut aus. Komme ich wieder ran? Nicht so gut. Aber er hat kein DRS. Er hat kein DRS. Ja, noch nicht. Noch geht's nicht. Aber gleich vielleicht. Das wäre natürlich grandios, wenn wir jetzt hier vorbeikommen könnten. Aber da fehlt ein bisschen die Traktion. Da hat uns der Red Bull noch was voraus. Am Ende komme ich näher, aber am Anfang der Geraden habe ich ein bisschen Zeit verloren. Ja, ich glaube, ich könnte sogar mit Bottas konkurrieren. Ich glaube, auch Ricardo könnte hier noch mit Bottas konkurrieren. Aber man begibt sich in diese Zweikämpfe, weil man denkt, okay, ich möchte jetzt schon vorbeikommen. Und im Endeffekt kostet es einem Zeit, aber vielleicht gewinnt man ja die Position dazu. Das wäre dann der positive Nebeneffekt. So, meine Hinterreifen sind fast schon hinüber. Der Abstand zu Ricardo wächst auch so ein bisschen. War auch was sehr, sehr Angenehmes, was ich beim Red Bull gemerkt habe. Trotz Reifenabrieb fährt sich das Auto immer noch perfekt. Und da kommt Felipe Massa schon mal rein. Und wir haben immer noch DRS gegen Daniel Ricciardo. Und wir sind jetzt wieder dran. In der siebten Runde. Ich werde aber wieder nicht vorbeikommen. Oh Gott! Da habe ich mit DRS eingelenkt. Boah. Hatte ich da massives Übersteuern gerade. Das hätte ganz schnell das ausbedeuten können. Oh, und mein Frontflügel. Der ist ein bisschen beschädigt. Sind doof gelaufen, aber trotzdem würde ich sagen, Glück im Unglück. Lieber so, als dass mir wirklich der gesamte Frontflügel abfällt oder ich gar ausscheiden muss. Ich habe ja das Force Spindia Video hochgeladen, wo sich auch einige beschwert haben, wie das Schadensmodell denn ist. Ja, es ist wirklich nicht so extrem toll, aber ich glaube auch, dass es nicht besser erlaubt wird. Denn natürlich wollen die Formel 1 Hersteller auch nicht, dass ihre Autos, also Formel 1 Autohersteller, die ganzen Teams, wollen nicht, dass ihre Autos irgendwie komplett zerschrottet werden, weil sie so schöne Effekte dabei abwerfen, sondern möchten, dass damit richtig Rennen gefahren wird. Ansonsten wird der Sinn ihrer Autos schon ein bisschen verfälscht. Okay, wir kommen jetzt an die Box. Ich denke mal, es wird ganz, ganz schwer für den weiteren Rennverlauf, hier nochmal an einen der Williams ranzukommen oder auch an den Red Bull. Oh, da kommt Raikkonen hinter Ricardo raus. Was war das denn? Na, okay, und wir kommen hier ganz, ganz spät raus. Und Sergio Perez kommt in derselben Runde rein. Kommt er nicht eigentlich eine Runde später immer rein? Aber, naja, weiß er nicht. Oh, das hat viele Positionen gekostet hier.
und sehr, sehr viel Zeit. 8,5 Sekunden. Und da ist sogar Nasr noch vorbeigezogen. Oh, sehr ärgerlich. Dieser Fehler mit der DRS-Zone hat mich jetzt so viel Zeit gekostet. Also den Rest der Runde nochmal. So gute 2-3 Sekunden, denke ich mal. Und dann auch noch der Boxenstopp. Über 5 Sekunden. Dann heißt es ab jetzt sauber überholen. Sekunden ist er entfernt. Er ist nicht unerreichbar und ich glaube, er ist auch nicht unbedingt... Oh ja, da habe ich ein bisschen abgekürzt, ja. Ich glaube auch nicht, dass er unbedingt schneller ist. So, ich fahre weiterhin auf dem Fettgemisch. Passt schon, dann komme ich ein bisschen näher ran. Ja, 4,1 Sekunden. Wenn man mal ein, zwei Zehntel rausrechnet wegen des Abkürzens, dann bin ich trotzdem eine gute halbe Sekunde rangekommen. Und im letzten Sektor werde ich dann noch deutlicher rankommen. Und wer mein Suzuka-Video gesehen hat, der weiß... Der Sauber liegt eigentlich auch super auf der Strecke. So, 12,2 Sekunden, das ist nicht der Abstand zum Sauber. Wir kommen vor Daniel Kwiat raus. Okay, der könnte auch nochmal gefährlich werden für den Rest der Session. Aber schaut mal, der Abstand vor Felipe Nasr, das nächste Fahrzeug. Da hätten wir jetzt ungefähr sein müssen. Stattdessen sind wir jetzt nur noch 3 Sekunden hinter dem Sauber. Aber gut, ich kann niemanden für diesen Zwischenfall beschuldigen. Ich habe einfach vergessen, dass es DRS an war und habe dann ein bisschen zu stark gelenkt. Kleiner Amateurfehler. Aber jetzt komme ich aber richtig ran. Das ist ja wirklich mal krass. Vielleicht kann ich dann auch mal den ein oder anderen Wagen einholen. Wenn ich hier wirklich so weiterfahren sollte. Eine halbe Sekunde bin ich jetzt in dem Sektor wieder näher gekommen. Zweieinhalb Sekunden waren es gerade. Und jetzt bin ich gespannt. Ja, das war nicht ideal, die letzte Kurve jetzt. Also die letzten zwei Kurven. 2 Sekunden. Nochmal eine halbe Sekunde abgeknabbert von seinem Vorsprung. Und auch Daniel Kwiat kann da nur schlecht mithalten. Und ich glaube, der ist auf Options unterwegs. Also auf der weicheren Reifenmischung. Da vorne wurde entweder einer überholt oder einer von der Strecke gedrängt vor Felipe Nasr, denn da sind die beiden Pünktchen jetzt ein bisschen weiter entfernt voneinander als noch in der letzten Runde. Dürfte wahrscheinlich Kimi Räikkönen sein, der sich da von Ricciardo losgelöst hat, der ihn dann nochmal überholt hat jetzt. 1,8 Sekunden jetzt der Abstand. 1-2 Zehntel im ersten Sektor rangekommen. Oh, da gab es einen Crash. Da war gerade ein Frontflügel. Und es könnte für uns einen Positionsgewinn bedeuten. Ich glaube, das war ein Red Bull Frontflügel. Wenn ich mich da nicht täusche. Ich würde es Daniel Ricciardo nicht wünschen, aber ich glaube, es war einer. Ich werde in der kommenden Runde mal schauen, wer jetzt ein zweites Mal in die Box gefahren ist. Und dann wissen wir es.
Und ich glaube, ich bin gleich in der DRS-Zone von Felipe Nasr. Ja, ich bin jetzt schon unter eine Sekunde nur noch entfernt. Mal sehen, wie lange es dauert, ihn zu überholen. Er hat ja weder Windschatten, noch hat er DRS, noch hat er irgendwie einen er hat einen Ferrari-Motor, aber einen Mercedes-Motor. Aber er hat keinen so übertriebenen Wagen wie zum Beispiel Daniel Ricciardo in der Kurvenlage, sodass er uns da nochmal überholen könnte. Okay, ich gehe kurz vorm Gas. War nämlich blöd, dass ich da die Kurve so weit erweitert habe. Oh oh. Oh Gott. Was mache ich denn hier? Das war wieder mal etwas, wo ich gut und gerne hätte auch ausscheiden können. Aber ich bin gerade wirklich am Limit. Und manchmal gehe ich auch drüber hinaus. Ich meine, man sieht ja, wo das ungefähre Limit der KI mit dem Auto liegt, wenn man sich den Punkt von Sergio Perez anschaut, der jetzt erst im ersten Sektor ist. Während wir hier trotz eines Crashs uns wieder nach vorne arbeiten werden. Das war wieder nicht ideal hier. Eine halbe Sekunde der Abstand. Wir haben leider doch keine Position dazu gewonnen durch diesen einen Crash. Aber vielleicht durch dieses Überholmanöver, was gleich kommen könnte. Noch nicht. Dazu war der Überschuss noch nicht groß genug. Warten wir einfach mal ab. Ich krieg den sowieso in den kommenden Runden noch. Haben ja noch 4 Runden Zeit und nach vorne ist die Luft sowas von frei. Lohnt sich also nicht, hier überall zu handeln. Denn eine weitere Position werde ich hier nicht einnehmen können. Daniel Kwiat übrigens holt kein bisschen auf zu uns. Komm schon, der ist ja sowas von langsam in dieser Kombination. Könnte ich fast das Hamilton-Überholmanöver nochmal probieren. Also das, wie ich Hamilton überholt habe. So, und jetzt war ich kurz neben der Strecke, ist aber nicht schlimm. Als Rennkommissar würde ich das nicht unbedingt ahnden, wenn das hier zu einem Überholmanöver gekommen wäre. Ach komm, da habe ich kurzzeitig die Traktion extrem verloren. Hat man gesehen, das Auto hat nach links gezogen. Und jetzt komm schon, bitte. Tu mir den Gefallen, Force India. Fahr ein bisschen schneller auf der Geraden. Das darf doch nicht wahr sein. Okay, ich muss es wieder in den Kurven probieren. Das kann ja heiter werden. Wäre vielleicht besser, wenn ich mir doch nicht so viel Zeit lasse beim Überholen. Ja, komm. So wieder leicht die Mauer touchiert mit den Reifen.
Es ist echt schwer, gegen Nasre zu kämpfen. Jetzt bin ich aber dran. Das sieht sehr gut aus. Und da bin ich beim Kurveneingang schon vorbei. Das ist der 8. Platz. Puh, das war ein kleines Risiko, was ich hier eingegangen bin. Aber ich habe es perfekt geschafft. Und jetzt fahren wir innerhalb von den letzten zwei Runden nochmal einen großen Abstand raus. Wenn ich dort, dann hätte ich es nirgendwo noch probieren können, denke ich mal. Denn er war auch teilweise echt schnell unterwegs auf den Geraden. Und ich denke mal, er kann ganz gut kontern. Auch jetzt noch, da muss ich ein bisschen aufpassen. So, ich habe aber jetzt mal kurz einen Moment der Ruhe. Und kann da mal schauen. Ach, Daniel Quert fährt doch auf Primes. Das hat das Spiel irgendwie gemacht, dass er irgendwie immer auf Hard startet. Jetzt macht er es mal nicht. Und ja, trotzdem ist er nicht so schnell unterwegs. Also ist zwar auf Platz 10, aber im Qualifying 12. nur gewesen. Jensen Button fährt allerdings jetzt auf Weich. Ja, auch ganz gut unterwegs, muss man sagen. Der 12. Platz, wesentlich mehr als ich erwartet hätte bei McLaren. Fernando Alonso musste nach einem Crash allerdings jetzt auf den 19. Platz zurückfallen. Der Frontflügel, den ich gesehen habe, der war dunkelfarbig. Also ich hatte auf Red Bull getippt. Es wird wahrscheinlich entweder Maldonados gewesen sein oder Perez. Ich weiß nicht, ist der Frontflügel von Force India schwarz oder ist er silber oder so? Oder ist es der von Fernando Alonso? Also die haben alle drei zwei Stops jeweils. Romain Grosjean musste sein Fahrzeug abstellen, vielleicht wegen Felipe Nasre, der gerade hinter uns herfährt. Endlich, muss man fast schon sagen. Und ich fahre auf dem Standardgemisch. Ich möchte hier keine Risiken eingehen, indem ich ein bisschen Traktion aufgebe oder so. Ich denke mal, ich kriege ihn auch so ganz gut aus dem DRS-Fenster raus. Hat schon im zweiten Sektor ganz gut geklappt. Über eine Sekunde Vorsprung jetzt schon. Und jetzt sind wir doch ganz gut weggekommen von Nasre. Und irgendwie habe ich gerade ein paar Frame Drops. Das merke ich mal wieder. 1,4 Sekunden derweil der Rückstand von ihm. Und endlich kann ich mal eine Runde etwas entspannter zu Ende fahren. Auch ein Rennen dann. Weil ich sonst immer wirklich mit dem Messer zwischen den Zähnen noch kämpfe und dann versuche ich nochmal eine Position rauszuholen, probiere mich zu verteidigen oder sonst wie. Heute kann ich hier einfach nur mal entspannt ins Ziel fahren. Verliere hier im ersten Sektor keine Zeit nach hinten, nach vorne ist es mir egal. Ricardo ist ja sowieso außer Reichweite. Das war schon so, nachdem wir ja den Frontflügel verloren haben. Da habe ich eigentlich gewusst, okay, der Zweikampf, der ist vorbei. Vielleicht hast du Glück, dass ein Williams eventuell noch mal ein bisschen langsamer wird. Wurden sie nicht. Und als ich dann noch mal hinter dem Sauber festhing, ja, das war ja wirklich das absolute K.O. für diesen möglichen Zweikampf, der hätte folgen können zwischen Ricardo und mir. So, jetzt kommt er doch noch mal ein bisschen ran. 1,1 Sekunden, auch nicht schlimm. Im letzten Sektor gibt es keinen einzigen Punkt, an dem er mich überholen könnte. So, und damit sind wir hier durch. Ich glaube, ich habe den Abstand sogar noch ein bisschen ausgebaut gerade. 15 Runden Singapur im Force India, also der 7. Platz war durchaus nicht so weit entfernt, auch der 6. nicht. Aber im Endeffekt hat es nicht gereicht
Und da sehen wir haben trotzdem noch einen Red Bull hinter uns gehalten und haben einen sauber nochmal überholt. In letzter Konsequenz. Lewis Hamilton hat das Rennen heute mit einer eindrucksvollen Demonstration seiner Stärke dominiert und hochverdient gewonnen. Er scheint sich an diesem Wochenende in seinem Mercedes sowas von wohl zu fühlen. Und obendrauf gibt's neben dem Pokal noch 25 Punkte. Ein fantastischer Grand Prix-Tag. Sie haben den Sieg verdient. Ihre Strategie war makellos. Es war toll, dass Sie dieses Wochenende dabei waren. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht wie uns. Bis zum nächsten Mal. Ja, ich schaue nochmal gerade auf die besten Zeiten nach dem Boxenstopp. Da ist Daniel Ricciardo nämlich 1.46.8 gefahren, wir 1.47.0 und das zweimal. Das heißt, ungefähr gleich schnell waren die Autos dann doch. Felipe Massa hat nur eine 1.47.1 hinbekommen. Also der Williams war durchaus nochmal in Schlagdistanz. Das sieht man auch hier. Ricciardo lediglich 1,3 Sekunden hinter Felipe Massa. Wir allerdings waren am Ende nochmal ganz, ganz weit weg, haben aber noch 2,3 Sekunden Abstand zu Felipe Nasr rausgefahren. Also das ist auch schon sehr, sehr viel. Jenson Button ist noch Elfter geworden mit 11.000stel Sekunden Vorsprung. Gratuliere, lieber Jenson. Ich bin froh, dass du uns in der Formel 1 erhalten bleibst. Es gibt auch einen englischen Witz, der heißt Which button is the most important in your car, in your Formula 1 car? Right, Jenson. Ja, man sieht auch, eigentlich haben nur Valtteri Bottas, der übrigens eine super Leistung hier erbracht hat, muss man schon mal applaudieren. Ja. Und Raikkonen die Position getauscht. Raikkonen stark, der ist ja nach dem Boxenstopp nur Siebter gewesen, hat sich nochmal auf Platz 5 zurückgearbeitet. Also, ich denke mal, der kann auch ganz zufrieden mit sich sein. Ich denke mal, der ist ein bisschen zurückgefallen, weil hier wirklich alle wieder in derselben Runde an die Box gekommen sind. Das hat mich ein bisschen verwundert, aber gut, war halt so. Und ganz vorne hat Nico Rosberg wieder 7 Punkte gegen Lewis Hamilton verloren. Und wir sind 12 Punkte vor Felipe Massa. Der ist ein bisschen näher gekommen. Auch Daniel Ricciardo ein bisschen näher gekommen. Aber der hat 23 Punkte Rückstand. Das wird auf jeden Fall spannend, wie sich das noch zum Saisonende hin entwickelt. Felipe Nasr hat durch den Ausfall von Grosjean und natürlich durch seine eigenen Punkte Grosjean überholt, beziehungsweise punktetechnisch hat er gleich gezogen, hat da irgendwo eine bessere Platzierung gehabt und ja, in der Konstrukteurswertung, da ist alles gleich geblieben. Der fünfte Platz ist das absolute Minimum, was wir dieses Jahr erreichen werden. Der vierte Platz ist die aktuelle Aussicht und ich freue mich drauf, dass es in den nächsten Rennen weitergeht. Ich glaube, das nächste ist jetzt Sochi, oder? Ja, müsste so sein. Nee, das nächste ist Japan. Das nächste ist Suzuka. Geil. Das habe ich ja total vergessen. Ich dachte, Suzuka wäre schon, weil ich da auch schon ein Rennen gefahren bin. Aber nee, das nächste ist ja hier in Japan dann. Also hier in Japan, genau. Hier in Deutschland. Nein, hier in Japan, genau. Wo waren wir denn eigentlich nochmal? Geografie. Eine 6. Glatte 6. Nee, Spaß. Ich habe sogar Erdkunde nochmal irgendwann als Wahlfach genommen und hatte dann auch nochmal 12 Punkte. War cool. Ja, aber ganz vorne wird es auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Lewis Hamilton, nur 7 Punkte Rückstand zu Nico Rosberg. Da bin ich gespannt, wie die WM im Endeffekt ausgeht. Wahrscheinlich beide punktgleich, dann Weltmeister. Wäre doch auch mal ein ganz persönliches Ende. Wie geht man da eigentlich vor? Schaut man auf die Anzahl der Pole Positions, auf die Qualifying, also auf die Qualifying-Platzierung, auf die schnellsten Runden oder auf was eigentlich? Ist eigentlich auch egal. Wir haben es geschafft, hier nochmal zu punkten. Ich bin absolut zufrieden mit diesem Tag. Und in Japan springen dann hoffentlich noch ein paar Punkte raus. Mit Fernando Alonso habe ich da den 10. Platz hinbekommen. Dann denke ich, mit dem Force India, da sollte doch schon das ein oder andere Pünktchen mehr drin sein. Und ich freue mich auf die Strecke. Ich liebe die Strecke in Suzuka und ja, das heißt, ich freue mich auch auf den nächsten Part. Ihr hoffentlich auch. Bis zum nächsten Mal. Wünsche ich euch eine gute Zeit. Haut rein.